Jörn, herzlichen Glückwunsch zu deinem EM-Debüt und es war noch ein sehr erfolgreiches. Wie hast du es erlebt? Danke. Ich habe gut gespielt, war vor dem Spiel ein bisschen nervös, aber dann als ich im Spiel drin war, wurde es dann immer besser. Im letzten Satz wurde es dann ein bisschen knapper, da wurde ich auch wieder nervöser, aber ja, habe es dann irgendwie noch relativ gut gemeistert. Von wegen nervös, du bist ja bei Großveranstaltungen jetzt schon ein alter Hase, hast dieses Jahr schon die WM mitgespielt, jetzt die EM. Bis dato war das ein ganz ereignisreiches Jahr für dich, oder? Ja, also hätte ich nicht erwartet, aber dieses Jahr ist schon echt cool, dass ich beiden Turniere spielen durfte. Ihr seid jetzt souverän durch die Gruppe marschiert. Ab morgen geht es dann in die Endrunde. Was habt ihr euch vorgenommen? Wie ist die Stimmung bei euch Mädels im Team? Stimmung ist ziemlich gut und ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, aber wir schauen jetzt erstmal von Spiel zu Spiel.